Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted Drake's Fortune. Hier im letzten Part haben wir das Sanctuary Fragezeichen betreten. Und ab jetzt kommen auch wieder ein paar andere Typen, die ein bisschen mehr Wumms haben, aber auch natürlich bessere Waffen und das gefällt mir. Und ich laufe jetzt hier erstmal nochmal rum und guck, ob's. Ich glaube, das habe ich schon getan. Secret-mäßig absuchen. Stehen wir. Ich sag nichts. Nee, ich habe hier schon durchgeguckt. Hier war nichts Secret-mäßiges. Also, betreten wir mal diesen Nate, I've got a bad Tempel. feeling about this place. Yeah, I know. Me too. Let's just find Sullivan and get the hell out of here. Super. Oh. Da hinten. Okay. Ich habe fast keine Muni mehr. Das ist echt scheiße. 10 Schuss habe ich noch. Ich bin gleich tot, weil ich von oben auch noch abgeschossen werde. Von der Sniper, wie es scheint. Und von links auch. Wieder getroffen von irgendwas. Gut, set mal. Ich hätte gerne noch aber den da oben. Den da, genau. No. Auf die Weise. Verdammt. Ach, kommt schon. Warum sind die kompletten Knarren leer? Wie spiele ich denn hier? Jetzt ballert es wieder heftig. Na komm. Scheißegal, Muni. Ach ja, ich bin gerade etwas ruhiger, weil die Typen sind ja schon ein bisschen heftiger. Bleib doch unten. Hab ich den Kopf geschickt. Ach, komm mit. Zack. Okay. Oh, shit. Laservisiere. Oh, und andere. Das passt 12. Eine Spaß gibt's hier. Das ist interessant. Na. Ich glaube, es ist noch der Typ da oben da. Sehr schön. Ah, die Desert 5 wieder. Und die M4. Genau so machen wir es wieder. So. Ach nee, oder? War noch nicht fertig mit Looten. Oh, leck mich am Arsch. Hier ist was zu, ich glaube, eine Schrotflinte gerade. So, das scheint alles gewesen zu sein. Sind schon verdammt viele, die da immer kommen. Ist teilweise echt nicht lustig. Ist wieder eine Spasti hier rumliegt, ja.
Hüpf. Ah ne, okay. Das ist richtig. Richtig gesprungen. So, hinten liegt nur meine leere geschossene Waffe. Ah ja. Wunderbar. Bisschen M4-Munition. Gut. Hätten wir das hinter uns? Naja. Schon echt anstrengend gerade. So, jetzt kann ich bestimmt auch rüber. Ich frage mich, ob das geht. Ah ja. Aber ich kann hier auch nicht schießen. Okay, dann lassen wir mal fallen. Nee, nehmen wir die M4, die. Das ist wichtig. Okay. Wow. Ja, toll. Das ist mir schon klar, dass es ein Hinweis, beziehungsweise dass ich da hoch muss, aber ich weiß nicht, wie ich die Tür aufkriege. Was denn, will ich erstmal rumgucken? Ja, Hint. Nämlich auch Hint. What the fuck? Why do you do that? Ja, kletter. Ach so, vielleicht müssen wir gar nicht die Tür aufmachen. Hop. Hint. Ich weiß, wo ich hin muss, Leute. Ja, das war knapp. Also mal auf hier. Ah ja, jetzt sind wir hier oben, wo die Typen waren. Und das Tor war zu. Ich frag mich, wie die da hinkommen. So, wie komme ich da rüber? Gar nicht, wahrscheinlich gibt es hier wenigstens ein Secret. Ah, hier ist die Tür blockiert. Ah ja. Okay. Ach du heilige Scheiße. Wie viele Wege gibt es denn noch? Das scheint auch so eine ziemlich Sackgasse zu sein. Hopp. Und hopp. Teil ist ein Tier. Was bitte geht hier vor? Wo muss ich hin? Runter wäre eine Möglichkeit, klar, aber. Ich gehe jetzt mal runter. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Bin ich nicht. Schön. Lass mich raten. Hallo. Das sieht nach Sieg. Warum liegt die in der Knarre? Schade, dass es da oben gar kein Secret in der Art gab. Entweder habe ich es fett übersehen oder. Ne, hier blinkt nichts. Blinkt hier noch was? Hier auch nicht. Also es ist hier so. Doch, da blinkt was. Aha. Ein juwelenbesticktes Silberkreuz. Das sieht verdammt cool aus. Das sind Rubine, ne? Aber sonst, ja, zwei Secrets auf einem Haufen würde ich jetzt eher nicht erwarten. Deswegen weiter. Oh, mein Mikrofon ist ein bisschen runtergerutscht. So. Here. I'll hold that while you brace the gate open. Okay. Okay, let it go. Gently. I said gently. Gently. Bunk. Nochmal hier, nochmal alle Menschen wären nicht zermatscht worden von dem Tor. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist ein riesiges Areal. Und da Bild klingt. Ja, genau. Ja, genau. Sniper Battle. Shit. Look out.
Hab ihn. Wo sind sie? Da hinten sind welche. Ich spare mir die Sniper noch ein Stück auf. Für nächste Runde 2 oder so. Au. Knie da rein. Hab ihn. So. Ah ja, da oben. Drei Kugeln noch. Wo denn? Was ist da oben noch? Granate auch noch, ne? Das ist hochgegangen. Okay. Ah ja. Ah ja. Gott sei Dank habe ich die Sniper dabei. Wow. Wow! Was für eine Granate hat mich gerade. Wow! Getroffen. Die da. Hab ihn. Der schießt nicht mehr mit Granaten um sich. Reicht deine Hand. Da ist noch ein Granatenwerfer. Super. Guten Sniper-Schuss daneben gesetzt. Ich bleib im Visier. So. Meine Güte. Ist hier verdammt viel. Das Mikrofon rutscht die ganze Zeit runter. Muss ich gleich ändern. War's das? Scheint so. That must be the library. Over there. But we're not gonna waltz right in the front door. Let's find another way in. Scope things out. So. Jetzt looten wir erstmal die ganzen Waffen hier durch. Nein. Ja, da oben. Noch eine Sniper. Aber an die komme ich hundertprozentig nicht dran. Shot. Nein, nee, Granatwerfer. Kein Bock auf einen Granatwerfer. Wie viel ist da drin? 30. Spaß. Haben wir hier Spawn Camp gefunden. Ah ja, da glänzt was. Ein. Ich glaube, das Ding haben wir schon mal in Gold gefunden. Ich weiß immer nicht, was es ist. Da. Es ist komisch. Komisch. Es ist komisch. Komisch, komisch, komisch. Naja. Ein Code Mundi. Code Mundi. Was ist das? Keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Irgendeine Echse scheint es zu sein. Aber ja. Habe ich sonst noch irgendwo hier umgelatzt? Ne, aber da hinten blinkt ein zweites Secret. Oh, ein goldener spanischer Kelch. Ich glaube, den haben wir auch mal in Silber gefunden. Da, ein silber spanischer Kelch. Hier. Schön, dass die exakt gleich aussehen. Ich dachte schon. Noch ein Secret. Was war das? Muni? Ah, okay. Hier kann ich keine Muni mehr aufnehmen. Das ist alles nur Shotgun-Geschisse. Geschisse-Menüsse. Wow, das Areal ist wirklich riesig. Kann ich da rein? Ja, das ist eine Tür. Die kann ich die betreten? Nein, das heißt, ich muss da lang. Klar, wir nehmen nicht den Haupteingang. Wir nehmen den Seiteneingang. She worked in this little bar in the Philippines. Oh man. She
swear to God, she'd just as soon kill you as kiss you if she caught you stepping out. Just a wee bit of a thing. She couldn't have been much more than 4'11". They called her the spinner because... Will you shut up, old man? You told us that one a dozen times already. Oh, yeah, right. Of course I did. Memory's not what it used to be. What the hell's taking you so long anyway? Well, maybe you hadn't noticed, but most of these books are half rotten and written in Spanish. Yeah, well, hurry it up. The boss is waiting on you. Hey! Up there! Ah, crap. Oh, my God. Whoa! 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 This better be worth it. Ja, klar! Sie ist ja bombt. Nein! Shit! Ja, die gleiche Waffe wie ich halt, ne? Nein! Hör nicht runter! Oh, falsche Richtung. Gib mir die M4. Machen wir die gleiche Taktik. Kite and run. Hit and run. So rum. Oh shit, ich hab nicht den Kopf getroffen. So. So. Da hinten. Oh, da auch an einer. Wo ist er? Ah, da unten. Okay. Ah, die ist leer. Egal, solange das hier reicht. Vor allem, das waren doch gerade nur zwei! Warum sind die so viele? Sie schießen noch, das heißt, irgendwo ist noch einer. Okay. Ab, genau unter mir. Braver Kerl. Man, it's about time you showed up. Well, you're looking awfully good for a corpse. So you brought the girl after all, huh? The girl? Hey, if it wasn't for her, you wouldn't be getting rescued right now. If this is a rescue. What the hell does that mean? You gotta admit, Sully, this all looks a little shady. Yeah. I mean, you tipping those guys off. And miraculously showing up alive. Now wait a goddamn minute. Roman had a contract out on me. I needed to buy some time. All right, stupid mistake. I didn't realize they'd try and track us. Sully, we would have been headed home with the treasure by now if you had just for once kept your mouth shut. And you might have thought of checking for a pulse before running off and leaving me for dead. Look. None of that matters now. All right, so how is it you're standing here breathing and all, huh? You are not gonna believe this. Huh? No way! Old Francis took a bullet for you. Yeah. I thought this kind of thing only happened in the movies. Yeah, well, it still hurt like a son of a bitch, I'll tell you that. I bet. Anyway, once they realized I wasn't dead, I convinced Roman that they would never find the treasure without me. So I've been trying to mislead him ever since, waiting for you to show up. Well, where are they now? Well, they're chasing a little red herring I sent him on the other side of the monastery to get rid of him. Look, Drake had it all figured out. See, that's the symbol the Spanish used to mark their secret vaults. The treasure is hidden right here in this monastery. Find the symbol, and we find the vault. We have everything we need, right here. All the clues to take us right to the treasure. We can do this, kid. All right, you boys aren't gonna get all chummy and leave the girl behind again, are you? Don't even think about it, Sully. She's got a mean right hook. I'll keep that in mind. Okay. There's more to this room than meets the eye. I'm sure of it. Ja. Something about these statues. Genau da wollte ich gerade wieder hoch. Oh, okay. Lukas, Johannes, Matthäus und Markus. Das sind die
Mark, Matthew, genau, das sind die. Matthew, John, Luke, Mark. Ach, Matthew, ja klar, Matthew ist ja Matthäus. Das sind die Evangelien. Was ist... That's not right. Okay. Die müssen in die richtige Richtung ausgerichtet werden. Das ist ein Engel. Das heißt, ich muss nach meinem Norden schauen. Okay. North. Die schauen alle in ihre Richtung. Dann lass uns immer so nach Norden gucken. Da liegt ein Arsch voll Zeugs noch da unten rum. Das ist der Adler. Der Adler steht für Johannes. Johannes ist Osten. Dann schaut er mal nach Osten. Der schaut schon nach Osten. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Keine Ahnung. Vermutlich nicht. Ah, ich muss auch gucken, was es ist. Ah, es ist ein fliegender Löwe. Eine Chimäre? Naja, ich denke ja, der Löwe. Löwe ist Markus und der schaut nach Westen. Moment. Warum ist da ein O? Halt, stopp, warum ist da ein O? Im Spanischen vielleicht? Falsche Richtung. Das muss aber, es O müsste Westen sein. Anderes kann ich es mir nicht erklären. Und du musst nach Süden schauen, das heißt nach rechts. Falsche Richtung. Ha, irgendwas stimmt nicht. Achso, vielleicht noch. Ach, da habe ich es falsch gedeutet. Die muss auch noch andersrum. Ah ja. So, hätten wir das. Ich möchte jetzt aber erstmal unten alle Waffen abluten. Granate, M12 Muni, aber Granate brauche ich nicht. Mehr Granaten. Ich frage mich echt, warum da O stand. Das ist eine Fackel. Warum da O stand anstatt Ding. W. Also das ist ja eigentlich Englisch. Ich habe auf Englisch gestellt, dieses Spiel. Also sollte eigentlich West dran stehen, nicht. Also. Und selbst wenn es auf Deutsch gewesen wäre, wäre es einmal East und einmal Ost. Das würde da keinen Sinn machen. Warum ist das O der Westen? Keine Ahnung. Sag bloß, die Waffen von denen sind schon decayed. Toll. Dann gehen wir mal. Oha. Another library? Huh. What now? So, aber ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Uncharted Drake's Fortune für heute. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.